Ja, aktuell sorgen lauter verrückte Handykameras für Schlagzeilen. Das zum einen die riesige Xiaomi-Kamera, dann das Huawei-Handy, was da möglicherweise einen 1-Inch, 1-Zoll Fotosensor haben soll. Das wäre gigantisch. Sowas steckt sonst in sehr, sehr guten Fotokameras. Und dann gibt's auch noch die Zusammenarbeit mit Samsung und Olympus. Lauter verrückte Handykameras. Aber ich kann das alles noch toppen. Ich habe übers Wochenende in diesem Schrank da hinter mir ein bisschen gekramt und die verrückteste Handykamera aller Zeiten hervorgeholt und wieder in Betrieb genommen. Ja. Was für ein Monster. Es handelt sich hier um eine Sony QX1. Bisschen Hintergrund, ehe wir sie uns ganz genau anschauen. Sony hat 2013 Kameramodule für Smartphones gebaut. Nein, nicht Sensoren, wie sie das heute immer noch tun, sondern richtige Kameramodule, die man mit WLAN, mit der Kamera, mit dem Handy verbunden hat. Und naja, das Handy war dann sozusagen der Bildschirm und das Bedienelement und das Kameradings klemmte man vorne aufs Handy drauf und das war dann halt die Kamera. Es gab deren vier Stück. 2013 gab es eine unspektakuläre Zoom-Kompaktkamera und eine, naja, eine Art RX100, das ist Sonys beste Kompaktkamera, als Kameramodul. Im Jahr drauf kam dann nochmal eine, ja, unspektakuläre Kompaktkamera dazu und die hier, die QX1, die spannendste von allen, ist nämlich nicht eine Kompaktkamera, es ist eine, naja, wie soll man, es gibt gar keine guten Ausdrücke dafür. Es ist eine Kamera mit Wechselobjektive für Smartphone. Aber das schauen wir uns jetzt alles ganz genau an. Und da kommt es auch schon, das Riesenteil. Gigantisches Objektiv, ein Sony G-Master, dann die eigentliche Kamera, da das Ding in der Mitte und hinten noch das Handy in der Halterung. Schauen wir uns das noch ein bisschen genauer an. Hier kann man die Winkel verstellen. Irgendwo kann man es auch drehen. Ja, so geht's. Kann man auch drehen. Da alle möglichen Positionen. Zack, 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 zack. Bisschen wie ein Tresor Safe mit verschiedenen Winkeln und Schrauben. Und ja, ein Blitz hat's auch noch, das Ding. So, den versorgen wir wieder. Blitz brauche ich eh nie und hier schon gar nicht. Schalten wir die Kamera ein. Zack. Und was haben wir noch? Wir haben einen Auslöserknopf, Micro-USB-Slot und ein kleines, winziges Display. Zeigt eigentlich nur Akku und, naja, das WLAN läuft. Hier der Auslöser. Aber sonst, ja, hat es nicht viel an dieser Kamera. Alles macht das Handy. Bauen wir sie mal auseinander. Erst ausschalten, sicherheitshalber. So. Ist ein bisschen wie wenn man ein Gewehr auseinanderbaut. Hier haben wir den Sensor, ist ein APS-C-Sensor, also relativ groß, nicht ganz Vollformat, aber doch ziemlich groß. Den lassen wir jetzt aber nicht offen rumlegen, machen wir schnell einen Schutzdeckel drauf eines meiner alten APS-C-Objektive. So, bauen wir weiter auseinander. Wo ist die Halterung? Da, so. Halterung weg. Können wir hinten mal noch schnell reingucken. Ist ein Akku drin. Und auf der Seite die Micro-SD-Karte. Die lassen wir lieber drin, das war nämlich ein ziemliches Gefummel damals, die da reinzustecken. Was können wir noch anschauen? Ja, genau, die Halterung. Montieren wir die wieder drauf. Ich habe hier ein bisschen abgekürzt. Das ist noch eine ziemliche Turnübung, das Ding wieder ranzumachen. So, jetzt hält's. Hinten, wie gesagt, kann man das Handy einklipsen. Passt sogar an die heutigen Handys. Das Ding ist ja von 2014. Damals waren die Handys noch nicht so groß wie heute, aber es passt. Bauen wir die Halterung noch ein bisschen auseinander. Es gibt nämlich noch Teil 2 der Halterung. Ja, es gibt noch so einen lustigen Gummigriff. Und ja, auch hier wieder Riesenübung, bis ich ihn wieder dran habe. Ich bin ein bisschen aus der Übung, aber es war auch nie wirklich gut gemacht. So, jetzt haben wir es. So, ups. Fast wäre das Ganze runtergeknallt. So, nochmal. Ihr seht, ich habe ein bisschen die Geduld verloren und nicht mehr auf den Fokus geguckt, aber jetzt. So, wir haben's. Kann man das Ganze theoretisch so halten. Erlaubt natürlich lustige Perspektiven und andere Einblicke. Aber, ja,
witzig mit diesem Griff. Erinnert ein bisschen an das Ding, was Leute manchmal hinten an ihre Handys machen, diese Sock-Puppet-Dingos. So, machen wir wieder die Handyhalterung dran. Und ja, oh, jetzt hat es auf Anhieb geklappt. Ja, Übung macht den Meister. So, bauen wir alles wieder zusammen, kommt wieder das große Objektiv dran. So, da. Jetzt müssen wir nur noch das Handy wieder befestigen. Aufklappen das, so. iPhone 12 Pro Max wieder rein. Schauen, ob es hält, nicht, dass es da runterknallt. Na, schon ziemlich schwer, die ganze Konstruktion. Riesenobjektiv am Handy. Schalten wir ein und verbinden wir das Ganze. Das war damals 2014 schon mühsam. Mal schauen, wie es heute läuft. Braucht man als erstes die nicht wirklich tolle Sony-App. Wählt die Kamera aus, verbinden und warten. Ist alles Echtzeit. Ich beschleunige hier mal nicht, um zu zeigen, wie lange das dauert. So. Jetzt müsste es langsam vorangehen. Ja, genau. Wir haben Verbindung. Und schon wieder Verbindung verloren. Das war früher schon ein Problem damit, als ich es damals 2014 getestet habe und ist immer noch ein Problem. Jetzt hat es aber geklappt mit der Verbindung. Endlich. So, jetzt können wir fotografieren damit. Das Handy wird zum Sucher und zur Bedienkonsole für die Kamera. Auslöser drücken. Ja, und dann sieht man schon, es dauert ein bisschen, bis es überhaupt fotografiert und dann wird das Foto auch übertragen und irgendwo hat der Fokus nicht ganz gemacht, was er sollte. Wir müssen ein bisschen weiter nach hinten. Vielleicht klappt es dann besser so. Nochmal scharf stellen. Auslöser drücken und jetzt wird das Foto übertragen. So, hier haben wir das Foto. Ja, sieht schön aus. Aber wirklich schnell und flink geht's nicht. Hier die verschiedenen Modi. Hat eigentlich alles außer einen manuellen Modus, der fehlt. Sehr schade. Filmen kann man damit auch, allerdings nur in HD und 30 Frames pro Sekunde. Wirklich spektakulär ist es nicht, aber naja, immerhin, es funktioniert auch heute noch. So sieht das aus, die Videoaufnahmen. Ganz passabel, halt nicht stabilisiert und nur HD. Zurück in den Fotomodus. Ja, noch ein Trick, wenn man schneller auslösen möchte, nimmt man besser den Auslöserknopf. Geht es ein bisschen schneller. So. Und was übrigens noch toll ist, man kann mit dem Finger fokussieren. Ihr werdet jetzt sagen, das ist ja wohl selbstverständlich. Nein, ist es nicht. Bei meiner sündhaft teuren Sony A7S III geht das beispielsweise nicht. Da kann man nicht fokussieren. Nur wenn man Video wählt. Da funktioniert es. Zack. Und es stellt scharf. Bei Fotos geht das aus unerfindlichen Gründen bei Sony nicht. Ich weiß wirklich nicht, was sie sich da gedacht haben. Selbst bei diesem alten Ding funktioniert's. Ja, wirklich ein verrücktes Teil, das QX1 von Sony damals. Kein Wunder hat sich das nicht durchgesetzt. Ich weiß noch genau, wie ich die erste Variante, das war damals die QX100, getestet habe. Den Testbericht findet ihr unten in diesem Artikel und es hat einfach nie funktioniert mit dem Verbinden, es war alles zu langsam. Jahre später hat mir ein Sony-Manager mal erzählt, was das für ein schlechter Arbeitstag für ihn gewesen sei, als mein Testbericht online ging und ihn alle Händler angerufen hätten und gefragt haben, du, wir haben so und so viele von den Dingern bestellt und jetzt lesen wir hier, das funktioniert gar nicht richtig. Ja, Sony hat es dann irgendwann auch eingesehen, dass es wirklich nicht funktioniert. Lustiges Detail am Rande, schon damals hat es besser mit dem iPhone funktioniert als mit dem Xperia-Handy, was ich privat hatte. Hat mich damals grausam gewurmt, aber heute habe ich es auch mit dem iPhone getestet. Und ja, es funktioniert immer noch so. Ihr habt es ja im Video gesehen, so lala. Und ja, was soll man dazu sagen, ist halt ein bisschen wie mit allen modularen Sachen bei Smartphones. Im Prinzip und auf dem Papier klingt es immer großartig. Oh, ein Handy, wo man Akku tauschen kann, wo man die Kamera auswechseln kann. Ja klar klingt das toll, aber im Alltag funktioniert's halt einfach nicht. Es dauert zu lang, es ist zu langsam und die Kamera in den Handys ist inzwischen auch so gut, dass es sich wirklich nicht mehr lohnt, da so ein riesen Brimborium drum zu machen. Trotzdem,
ich hätte immer noch sehr viel Spaß an sowas, wenn es denn einfach super schnell und super zuverlässig funktionieren würde. Kommt natürlich noch erschwerend dazu, dass die QX1 eine sehr langsame Kamera ist. Da hat man heutzutage viel, viel schnellere Fotokameras. Ihr habt sie auch gesehen, beim Auslöserdrücken dreht sie erstmal und dann macht sie irgendwann ein Foto. Die Zeiten sind auch längst vorbei. Also eine super schnelle Variante davon wäre vielleicht lustig für Fotobastler wie mich, aber für die große Mehrheit wäre es auch nichts. Auf jeden Fall, ich dachte, ich zeige euch das Ding mal eben schnell. Schließlich habe ich es immer noch im Schrank rumliegen und auf dem Internet haben ein paar Leute danach gefragt, was denn daraus geworden ist. Kaufen kann man es längst nicht mehr. Hat schon fast Seltenheitswert. Ich weiß gar nicht, ob das Wiederverkaufswert hätte, aber da bin ich viel zu sentimental dafür. Also ich hoffe, dieser kleine Rückblick kombiniert mit einem kleineren Ausblick hat gefallen. Falls ja, Daumen nach oben, falls nein, Daumen nach unten. Unbedingt Abos abschließen da unten und wenn ihr schon da unten seid, gerne auch Kommentare schreiben. Was haltet ihr von dem Prinzip? Hat sich das überlebt oder hätte das doch noch Zukunft? Habt ihr eine viel bessere Idee, wie man das künftig lösen könnte? Oder sind eben doch fantastische Smartphone-Kameras die Zukunft? Ich bin gespannt und wir sehen uns im nächsten Video.